Mit dem RS1 bringt Polaris einen Einsitzer auf den Markt, der allenfalls vom Konzept her noch etwas mit den früheren Ace-Modellen zu tun hat. ATV-Technik und Bedienung wie ein Auto sind angesagt. Doch das war's dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Vom Benehmen her gibt sich der RS1 komplett anders als die Ace-Modelle. Herrlich! Das liegt als erstes natürlich mal am Triebwerk. Während sich der Ace, zumindest bei uns in Europa, mit dem 570 Kubik großen Eintopf begnügen musste, tritt der RS1 mit einem 110 PS starken 1000er Zweizylinder an. Um mit dieser Power in den Kurven nicht hoffnungslos umzukippen, wuchs die Breite um rund 40 cm auf 1626 mm. Eingestiegen wird links, zur Bedienung gibt's ein Lenkrad, ein Gas- und ein Bremspedal, wie beim Pkw. Wer mit dem RS1 baden geht, kann das Wasser über zwei Ablauflöcher wieder ablassen. Die Schaltung übernimmt eine CVT-Variomatik mit Untersetzung und Parkstellung. Umgeschaltet auf Allradantrieb wird per Knopfdruck, sperrbare Differentiale gibt's weder vorne noch hinten. Dass die Ausstattung spartanisch ist, findet unsere Zustimmung. Wünschen würden wir uns allerdings einen rechten Schalensitz und Hosenträgergurte. Immerhin wurde sogar ans Gepäck gedacht. Unter der Frontverkleidung gibt's ein spucknapfgroßes Loch und auf dem Gepäckträgerlein am Heck darf man eine Last von immerhin 22,6 Kilo verzurren. Hauptaugenmerk beim RS1 ist natürlich das Fahrwerk und das verspricht mit über 400 mm Federwegen und einer Bodenfreiheit von 330 mm schon mal mächtig Spaß im Gelände. Und wer jetzt meint, ein derartig egoistisches Fahrvergnügen sei männlichen Chauvinisten vorbehalten, der wird beim großen Polaris-Händler von Blon eines Besseren belehrt. Niemand anderes als Ulla Eisenhofer hat sich dort den Spaßmacher zur Brust genommen. Auf seinem Heimatmarkt bietet der nordamerikanische Hersteller Polaris den RS1 bereits seit Anfang 2018 für 14.299 US-Dollar an. Ob, wann und zu welchem Preis der kräftige Einsitzer bei uns vom offiziellen Importeur angeboten wird, ist noch nicht bekannt. Macht nichts. Sobald von Blon eine Homologation für die Straße fertig hat, kann man den RS1 in Vorarlberg kaufen. So, also jetzt geht's los. Die Polaris RZR RS1, ganz neu hier bei von Blon. Und jetzt geht's ja mal darum, dass wir die mal ausprobieren. Da geht's rein. Einsitzer. Da unten kommt die Champagnerflasche rein für die Chauvis, die so ein Ding fahren. So, Gaspedal gibt es zwei, Bremspedal gibt es zwei. Man kann also wahlweise mit rechts oder mit links bremsen. Gas gegeben wird natürlich mit rechts. So, dann schauen wir mal. Oh, ist das geil! Da geht was weiter. So, mal hier. Artgerechte Haltung. Yes! Oh, ist das geil! So, mit dem du kannst noch eine Runde drehen, wenn du willst. Super! Ha ha ha!
Passt schon, alles klar. Tja, das ist dann doch ein rechter Spaß. Bin ich wohl auch einer von den Showies, die so ein Ding gerne fahren.